Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring Part 80. Ja, wir sind immer noch auf der A-Insel, in Anführungsstrichen, ne? So eine unterirdische Stadt. Zumindest hatte sie sich als diese entpuppt, denn beim letzten Mal haben wir wieder einen einsamen Händler getroffen, den Einsiedler quasi. Und der hat uns auch eine Karte überlassen. Naja, nicht ganz freiwillig, ne? Wir mussten dafür bezahlen, aber... also schon freiwillig, ne? Aber hat halt was gekostet. So, jetzt müssen wir mal hier weitersehen, wo es hier noch hingeht überall. Haben wir beim letzten Mal noch so eine Art Boss besiegt hier, der hat uns die ganze Zeit beschossen. Und der hatte zum Glück aber nicht allzu viel Lebensenergie. Anscheinend kommt man hier auch noch ganz nach oben, weil da Items sind und so, ne? Das ist hier auch schon anderen Spielern offensichtlich aufgefallen. Weil die haben mich durch ihre Nachrichten darauf aufmerksam gemacht. So, dalle. Wunderbar, ich bleib mal lieber hier drauf, oder? Ist da auch noch was zu looten? Ne, das sind nur Nachrichten. Damit man... Ach, hier ist ein weiterer Ort, der... Genau. Sind wir hier doch relativ eng beieinander jetzt, ne? Das ist doch ganz cool. Preisetlager, ja, ist immer schön, das stimmt. Oh, oh. Hier ist wieder sowas zum Rufen hier. Herbeirufungsreserve, genau. Immer noch, nee, hier ist irgendwie niemand zum Rufen. Kurioserweise, da brauchen wir ja sowieso diesen anderen Gegenstand dafür, ne? Und ich glaube, dann funktioniert das auch. Ach du Scheiße, jetzt sind hier wieder die Ameisen. Ah, ich dachte, die wäre ich eigentlich für alle mal los, aber nee, da sind wieder welche. Aber wir sind ja jetzt doch stärker als je zuvor. Vorsicht vor unbemerkt. Warum Vorsicht? Ach du Scheiße, hast ja wieder ein ganzer. Ich hab doch ihre Königin erledigt. Und überall Items. Ah, verdammt. Ich loot den will. Ich muss diesem Urinstinkt irgendwie folgen, diesem Urinstinkt. Alles looten zu wollen. Alles haben zu wollen. Also auch der Gier. Ach. Fallen wir denn nicht auf? Oh, was war das? Horn-Talisman der Immunität. Oh, die lassen mich dann echt in Ruhe. Also noch behellen sie mich nicht. Oh, gut. Oh, wo sollten jetzt zuerst lang gehen? Kann es mit ihnen aufnehmen, ja, aber am schlimmsten ist ja ihre Schlotze da, ne? Ihr Gift, was sie verschießen. Das ist viel schlimmer als alle anderen Attacken, die sie so auf Lager haben, ne? Ey, bloß nicht aufstehen, ey. Das kann ungemütlich werden. Eier. Eine dumme Nachricht. Eier voraus oder so. Ostern. Vision hier von Chaos. Mhm. Chaos. Zum Eier mit Chaos. Na gut. Chaos-Theorie. Rechts voraus. Und links? Links ist doch Loot. Und Loot ist gut. Ich kann ja mal auf die Karte linsen, ne? Und ich sollte vielleicht mal die Lampe anmachen. Geschmolzener Pilz, geil. Was macht man damit? Rauchen? So. Oh. Bleib mal hier. Nee, brauchen wir nicht mehr ducken, oder? Nee, nee. Särge wieder mal. Ja, die sind ihre Toten hier losgeworden. Warum Pilz? Ja, das freut mich auch. Aber ist ja egal. In Höhlen wachsen öfter mal Pilze, ne? Die brauchen nicht unbedingt die Sonne. Die brauchen nur Feuchtigkeit. Loch oder so. Vision von Loch. Steht da wieder. Oh Mann. Moment, jetzt war hier bei den Ameisen. Okay, da ist eine Sackgasse scheinbar. Dann gehen wir nochmal zurück, denn ist das kein Gang gewesen auf der anderen Seite, sondern nur... Also dann hier doch... Ach Gott, nee. Doch relativ linear. Also, das erschreckt mich immer, weil die Schemen relativ deutlich zu sehen sind. Ne? Das war bei Dark Souls 1 zum Beispiel anders. Da waren es wirklich nur Schemen. Hä? Oh!
Das habe ich schon mal auf einem Ladebildschirm gesehen, richtig? Diese Gestalt. Geil, jetzt sind wir da. Aber hier wollten wir nicht lang. Nochmal zurück zu den Ameisen. Nicht, dass es mich da so hintreibt, aber. Ich will ja alles erkunden, wenn schon, denn schon. Jetzt bin ich mit meiner Stirn hängen geblieben. Hä, wo war denn? Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Von hier? Anscheinend. Die Orientierung verloren. Ich sollte hier mal den Kompass in. Ja, hier war das. Oh. Oh, na doch, geht's doch noch ein Stückchen, ne? Weiter. Also wirkt so. Bloß hier duck bleiben. Und nicht berühren, die Biester, ey. Die sind so beschäftigt mit was auch immer. Damit hier die Felsen abzulutschen. Oder an den Leichen, besser gesagt, rumzulutschen. Oh, da liegt ja doch noch was. Mensch, wie konnte ich denn das übersehen wieder? Ich bin manchmal so ein Blindfisch. Und wo war ich denn? Nee. Von da bin ich gekommen, genau. Nicht doch. Schmiedestein 2 nur. Dafür begebe ich mich hier in solche Gefahr. War es das wert? Nein. Vielleicht eines Tages, wenn wir die Waffe. Irgendeine andere Waffe upgraden wollen. Dann kann man das natürlich alles gebrauchen, ne? Aber bis dahin haben wir vielleicht bei dem Händler die Möglichkeit bekommen. Oh Scheiße, was seid ihr denn? Oh nee. Hier sind also so komischen Amphibienwesen jetzt. Ach, die kennen wir doch. Dark Souls Vibes. Dark Souls Vibes. Und könnt ihr ihn auch verfluchen? Oder irgendwas anderes machen? Ja. Irgendwas wollte er auf mich spucken. Dann hätte ich die Fluchfrösche wieder hier, geil. Ist ja Hammer. Das ist cool, ja. Das ist eine tolle Reminiszenz. Warum immer besessene Wesen? Ja, ich weiß auch nicht. Die sind alle besessen. Von was auch immer. Besessene Wesen. Und versessen darauf, einem Probleme zu machen. Ah gut, in Dark Souls 2 waren sie ja auch, ne? Und in Dark Souls 3 natürlich auch. In allen Dark Soulsen. Och Gott, nee, was haben wir denn da? Ach Gott, nee. Ah, danke, dass du mich auf das Item aufmerksam gemacht hast. Das ist nett von dir. Aber sie sind nach wie vor so ungefährlich wie in den Dark Souls-Spielen. Zum Glück. Aber gut, ich habe ja auch jetzt schon die Klauen plus 11. Oh. Oh. Oh, der ist gut. Dunkelschmiedestein 3. Oh. Oh. Ah. Hui. Was ist denn das Geiles? Äonischer Schmetterling. Die auch? Ja. Äonischer Schmetterling. Noch mehr. Hier sind noch mehr. Sammeln alle ein. So, hier kann man hier runter. Schöner Ausblick voraus. Ja, geil ist das hier. Hat er sich gefreut. Ach, süß. Ah, ich will nicht wissen, was das für eine Brühe ist da. Das ist irgendwie, das ist künstlich. Das sind keine Stalagmiten da. Stalagmiten. Das sind eindeutig Strukturen künstlichen Ursprungs. Das sowieso natürlich, ne, offensichtlicherweise. Na, vielleicht kommen wir da noch hin, Leute. Das ist ja hier doch eine etwas größere Stadt. Ja, aber da haben wir noch nicht mal die Karte gefunden davon. Krass. Aber vielleicht ist es auch ein gänzlich anderer Ort. Vielleicht gehört das gar nicht mehr zu der Insel. Eieiei, das ist ja wirklich geil gemacht hier alles. Also, das verstärkt immer noch meinen Eindruck, dass sie das Spiel parallel zu Sekiro schon angefangen haben zu entwickeln. Ne? Weil das kann man alles gar nicht schaffen sonst. Ich meine, Sekiro war ja nun auch nicht, ne? War ja nun auch relativ umfangreich. Auch kein kurzes Intermezzo. Wenn auch natürlich weit aus linearer. Das ist jetzt Elden Ring. Elden Ring ist ja so ziemlich das perfekte Open-World-Spiel, würde ich mal sagen. Es hat ja alles. Es hat ja wirklich alles, was ein Open-World-Spiel ausmachen sollte. Ich finde es sogar besser als The Legend of Zelda, ja. Ich meine, die Grafik mal außen vor von beiden Spielen jetzt.
Grafisch ist natürlich Elden Ring fortschrittlicher. Aber geht ja nicht immer um Grafik, ne? Geht ja auch um Gameplay in erster, gerade in erster Linie um Gameplay natürlich. So, da ging es aber auch nicht weiter, ne? Nee, da hatte ich ja schon geguckt. Na komm, was schleiche ich denn hier noch? Kann rennen. So, na gut, dann geht's wohl nur hier weiter. Oh je, vielleicht ist das ein Boss. Müssen wir jedes Mal am Ort der Gnade. Ach du, was waren das für Kreaturen hier? Und was sagt mir, das sind nicht nur Statuen. Oder doch? Haben sie sie angebetet oder wie? So lange gebetet bis. Oh. Boss. It's Boss Time. Oh, den kennen wir doch. Den, da haben wir doch schon einen getroffen von der Sorte. Oh, Mist. Der ist schnell. Ja. Kannst du den vergiften, Quali? Bitte vergifte ihn mal für mich. Er hat's verdient, der haut ganz schön zu. Der Geselle. Ey, lass meine Quali in Ruhe. Die hält schon so viel. Naja, jetzt mehr aus, halt. Ich treff den nicht mal. Weil er so groß ist, ich schätze den vollkommen falsch ein. Obwohl. Ja, geht. Er macht eine Menge Schaden. Na, scheiße. Wie gesagt, das schätze ich immer bei so großen Gegnern falsch ein, die Entfernung. Oh, danach können wir aber aufsteigen, ne? Wenn ich jetzt nochmal an meine Runen komme. Oh, Marikas Fall war da. Gott sei Dank, ey, das ist echt so eine geile Neuerung. Großartig. Ja, aber so was das Pacing angeht, ne? Da muss ich sagen. Wo war das jetzt? Ich bin Orientierung, wie gesagt. Und dann bin ich gekommen. Wohin muss ich gehen? Dahin? Ich glaube, ja, ja. Ich brauche ein bisschen Runen folgen. Ne? Ja, das gefällt mir hier wirklich sehr, sehr gut. Also außergewöhnlich gut. Und das, obwohl The Legend of Zelda Breath of the Wild wirklich ein richtig geniales Game ist. Ja, also keine Frage. Sonst hätte ich es ja nicht durchgespielt. Ne? Also ich spiele nur Spiele durch, die mir wirklich Spaß machen. Und ja, bisher hat mir das Spiel Spaß gemacht. Also zumindest die ich als Let's Play angefangen habe, ne? Da wusste ich, ja, da halte ich es auch dementsprechend lange durch. Wo ist denn jetzt mein... Scheiße, wo sind meine Runen? Ach da, der zeigt da hier ja nicht an. Fällt mir gerade mal auf. Das ist ja Mist. Au! Er hat das jetzt eingesammelt? Ja. Ja, immerhin. Wenn er eh wieder deutsch, scheiße. Lass mich doch erstmal besinnen hier und meine Quallen rufen. Qualle. Ja, ich hätte gern mehrere. Kann man die nicht vermehren? Au! Ja, das ist halt doof, ne? Dass er dadurch, dass Gegner, sämtliche Gegner allerdings, nein, durch Wände schlagen können, ne? Ja, der macht halt eine Menge Schaden. Ja, der macht halt so eine Rückhand. Attacke? Scheiße. Ich möchte dich doch erstmal wenigstens mal kennenlernen dürfen. Aber er hat kein Interesse, er liegt gleich los, ja. Das war mit Schild echt besser gestellt. Ja, ich glaube, der kann genauso wenig looten wie die anderen Gesellen, leider. Oh oh, was macht der Charge Attack? Ja, vermut mal. Also eine Art Charge Attack. Oder zweite Phase. Das war die Phase, ich hab's befürchtet. Oh, die ain't fast killed. Sowas kann er auch. Komm. Scheiße. Qualle, vergifte ihn. Oh je. Wow, der geht ja richtig ab, der Junge. Ist er tot? Ich hoffe, oder? Nächste Phase? Nee, das war er. Eisiger Blitzspeer, cool. Ja, der war nicht so schwer. Hat nur durch seinen Blitz halt wahnsinnigen Schaden dann gemacht, ne? Boah. Oh je, Falle.
Transporterfalle hier. Ich kaufe jetzt mal ein schöner Gegenstand. Ich meine, Newtons Zauber ist ja auch nett, ne? Aber hat man ja gesehen. Also es war... Große Geisterlilie. Ui, ui, ui. Lass mich raten, damit kann man die Spirits ausmaxen. Also so eine Art Scholle quasi für die Spirits. Vermute ich jetzt mal, ich weiß nicht. Wo war denn diese Frau eigentlich? War er die Frau? Ne. Habe ich denn die Frau gesehen? Habe ich jetzt gar nicht gesehen, was er damit ihr gemacht hat. Hä? Wo saß denn die Alte? Ach so, die sitzt ja da immer noch. Donnerwetter. Das ist aber ein hoher Thron, ne? Sehr geil. Oh, ein Ort der Gnade hat sich offenbart. Aber hier ist sonst nichts weiter. Na gut, das hätte man sich wohl denken können, dass es ein Bossraum ist, ne? Das ist geil. Cool, hat mir sehr gefallen. Episch, ne? Epischer Bosskampf. Gut, jetzt würde ich mir glatt zutrauen, mit dem anderen da in Siofria auch zu kämpfen. Weil, ja. Achso, kann ich jetzt aufsteigen? Ja, ich kann aufsteigen. Mensch. Hab ordentlich Runen bekommen. Für den Sieg. Das hat sich gelohnt. Jetzt möchte ich doch erstmal aufsteigen, bevor ich wieder irgendwas kaufe. Meinem Kaufrausch wieder freien Lauf lasse. Geschick. Nochmal Geschick. Kann ich eben mal aufstellen. Weißt du. Oh, jetzt immer plus 2 immerhin, ne? Das ist ja was. So. Aber ich glaube, der war jetzt nicht so storyrelevant, dass bei uns jetzt... Ne? Was stand da? Vorsicht, Befleischter? Preise Befleckter, ach so. Ach, das war auch mal ein Befleckter. Oder eine Befleckte. Joa, ne? So, wo geht's jetzt hier lang? Müssen wir jetzt einfach nur zurücklatschen, oder was? Ich muss doch irgendwie weitergehen. In den Gatter? Oh, sieht auf nicht. Oh, der Quatschkopf wieder. Mit dem Dürfen. Vielleicht ist hier auch was hinter dem Thron. Nee. Da stirbt man wohl. Das ist so tief. Ah, oh, da waren wir schon mal, oder? Verlorene Gnade, aber zu hoch. Ah, da stirbt man wohl, oder? Nimm ich an. Riskieren könnte ich so. Ich meine, ich habe ja jetzt meine Stufe. Ja, aber... Hä? Wo komme ich denn jetzt weiter hier? In dem Spiel? Es muss doch noch irgendwas... Sagt nicht, ich soll einfach bloß zurückgehen. Das ist jetzt... Nee. Das will ich nicht akzeptieren. Oder habe ich hier noch irgendwas übersehen? Hä, hey, warum ist denn hier denn noch ein Ort der Gnade? Na gut, der andere war jetzt... Ja. Ich meine, das ist ja nun kein... Ja, das ist ein Boss gewesen. Ne? Dazu hatten wir ja Marikas Pfahl. Oh, aber zu hoch, sagt er. Was hat's damit aus sich? Vielleicht erfahren wir was von der Zauberei, die wir von ihm bekommen haben. Ja. Was war denn das für eine Zauberei? Doch eine andere. Das war doch das Ding, ey, oder? Eisiger Blitzschuss mit einem. Eine anrufen, die Macht des... Der Drachenblutsoldaten kanalisiert. Ja, das ist der. Erzeugt einen Speer aus Eisblitzen und rammt ihn von oben in den Boden. Beim Einschlag zerbricht der Speer und setzt Blitze frei, die sich vorwärts bewegen. Die Drachenblütigen wurden in der ewigen Stadt geboren, wo sie weder Himmel noch echte Blitze kannten. So kam es, dass der Eisblitz zur Waffe ihrer Wahl wurde. Aha. Die kannten keine Blitze. Und deswegen haben sie Blitze benutzt. Hä? Was macht das jetzt für Sinn? Aber hier auch wieder ganz stark die Qualle, ne? Die hat mir jetzt mächtig geholfen bei dem Kampf. Mächtig. Also das ist wirklich ein mächtiges Instrument. Und ich überlege echt, ob ich das weiter verwenden soll.
weil es ist mächtig. Es ist echt ein Mächtiges. Es ist wirklich. Ah, hier geht's vielleicht weiter. Ne. 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 Leider nicht. Der hat mir ganz, die hat mir ganz schön geholfen bei dem. Hätten wir hier das Ding geholfen? Ne. Das konnte ich ja bei dem ersten, ne? Ah. Was steht hier? Vorsicht vor Verborgenen, das ist doch kein Verborgener, ne? Vorsicht vor, ne? Ist also keiner. Lügner voraus, genau. Na, man weiß es nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Ja gut, ich versuche mich jetzt da mal runterzustürzen. Das bringt ja nichts. Oder kann ich hier beten vor ihr? Ist ja auch noch was in unseren Nachrichten. Beine. Beine? Ja. Füße vor allen Dingen. Da Ketten drum oder was? So aus, ne? Oder ein Banner. Aber ja. Beine, ja. Was ist mit den Beinen, verdammt? Eine Kordel hängt da auch noch, ja. Das war anscheinend mal eine Königin oder sowas. Ja, was Wichtiges, eine wichtige Persönlichkeit, aber. Ja. Außer, dass sie. Dass hier jetzt was. Eine Truhe war, hat uns das jetzt nichts gebracht. Erstens tut es. Wagt es ja nicht. Hey, ich versuch's einfach mal. Ich hab ja jetzt da gerastet. Geronimo! Nee, man stirbt. Aber dann weiß ich nicht, wo da weitergehen soll. Ah, Marikas Fragen. Nein, das war dumm. Nein, das war dumm. Das war. Oh. Letzter Ort der Gnade hätte ich wählen sollen. Das war doch viel näher dran. Mensch. Oh, Mann. Ja, und die Runen möchte ich schon mitnehmen. Also. Ne, jetzt war Nika wieder. Jetzt war Nika feier. Ne, ist richtig. Alles gut. Jetzt kommt der Boss wieder. Haha. Ja, wie gesagt, da überlege ich noch, also, ob ich die Qualle in Zukunft noch verwenden sollte. Andererseits gehört die zum Spiel wie vielleicht bei Bloodborne die Pistole. Ja. Da haben sich ja auch viele zum Beispiel drüber beschwert, wenn man die Pistole benutzt oder so. Ne? Einige Hardcore-Spieler haben gemeint, das ist overpowered oder so. Wenn man die Pistole nutzt, da kann man ja diesen Eingeweideangriff machen, ne? Und alles. Das ist ja zu stark. Aber gut, du musst ja trotzdem den Skill haben letztendlich, ne, um den richtigen Zeitpunkt zu erfassen, wann du schießen sollst. Ne. Das ist ja gar nicht mal so easy bei Bloodborne, also finde ich zumindest. Weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn ihr das Spiel gespielt habt, wie gesagt, das war immer relativ herausfordernd, fand ich schon. Also da musste man auch eine gewisse oder einen gewissen Skill an den Tag legen, um das überhaupt zu schaffen. So, jetzt gucke ich mal hier. Ja, wir sind inmitten der Stadt quasi. Ne? Ah, ah. Oh, ja, nicht so viele Leuchtfeuer jetzt. Aber da ist noch so viel und so. Tja. Da. Aha. Ne, hier war eine Stütze meiner. Zu Genüge. Okay, aber da scheint es irgendwie weiterzugehen. Also hier auf jeden Fall. Müssen wir dahin, um dahin zu kommen? Na, vielleicht waren wir dann schon. Nee. Genau, hier war nämlich die Schleuse und da kam man nicht weiter. Das ist, ist das nicht die eine Schleuse? Oder war das die Schleuse? Ich sehe jetzt gar nicht mehr durch, Leute. Und hier gibt es noch so viele Orte, wo wir noch nicht waren. Die Karte gibt darüber nicht wirklich Aufschluss. Oh, verdammt. Gerade auslatschen soll ich. Dann geht's da weiter. Na gut, dann kommen wir wieder zurück da, ne? An der Stelle, ja. Jo, deswegen überlege ich halt noch, ne, ob ich das so mache oder nicht. Ob ich dann doch erstmal ein paar Versuche versenke, sag mal, ohne Qualle. Und dann weiterspiele, weil die ist halt. Da braucht man halt keinen Skill, ne? Also man kann sich verbessern und alles.
Aber sie wird dadurch ja noch stärker. Gut, die Bosse sind auch immer, werden auch immer stärker, keine Frage. Aber man selber wird ja auch stärker, ne? Aber der Punkt ist, der Punkt, der eigentliche Punkt ist, auf den ich ja hinaus will. Ja, das will ich. Verrückt. Da geht es dann irgendwie. Irgendwie geht es hier noch weiter. Also dann muss ich erstmal wieder zurück. Na, dann kann ich mich auch teleportieren. Ne? Genau. Ja, deswegen. Da bin ich jetzt hin und her gerissen, mehr oder weniger. Weil das ist schon ein mächtiges Instrument. Das ist so mächtig. Also das ist quasi so ein NPC gleichkommt fast schon. Ich meine, klar, die Qualle, die stirbt relativ schnell. Die ist ja nicht bis, die ist selten bis zum Schluss da. Ne? Das ist, außer die, man zieht selber mehr Aggro. Ach so, ja, da oben war ja auch noch ein Gang. Stimmt. Na, da kann man ja nicht hin. Aber wie gesagt, andererseits, ne, es ist ein Element. Es gehört zum Spiel dazu. Und warum soll man das nicht verwenden? Ja, das ist nun mal ein klares Element, aber vielleicht ist es mehr für Anfänger gedacht oder so. Na, als richtiger Pro. Da soll man sich das nicht erlauben. Ah, ist ja eigentlich Unsinn. Ist doch Blödsinn. Man sollte das Spiel so spielen, wie man das spielen möchte, oder? Wer entscheidet denn das? Oder hat das zu entscheiden? Schwer zu beantworten, Leute. Aber letztendlich muss man es selber wissen, ne? Ich meine, es gibt Leute oder Spieler, sag mal, die entscheiden bewusst, diese Spirits nicht zu nutzen, ne? Die sagen sich, ja, nee, ich bin ja Dark Souls erfahren, Bloodborne erfahren und affin, habe schon alles durchgespielt. Sämtliche Spiele, ich meine, habe ich ja auch. Ja, und da brauche ich das nicht unbedingt. Ich will die Bosse so in Reihenkultur versuchen. Und so viele Versuche versenken, wie ich halt brauche, aber dann habe ich dafür ein schöneres Gefühl, wenn ich es dann geschafft habe, so, ne? Also dieses wahrhaftige Gefühl. Ja, ich habe einen Boss besiegt, geschlagen. So. Na, hier kann ich auch die Karte jetzt nicht aufrufen, um mir mal einen Überblick zu verschaffen hier. Ah, vielleicht ist da ja auch ein Durchgang, ne? Aber ich glaube, das habe ich mir schon angesehen hier, oder? Na, hier war nur eine Leiche, genau, oder sowas. Ne, hier ging es nicht lang. Also hier weiß ich jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Leute. Naja. So, ich fahre mal erstmal nach oben, damit wir in Ruhe die Karte dann aufrufen können. Und dann entscheide ich mal, wie es weitergeht hier. Ne? Oder versuche das mal auszufinden vor allen Dingen. Ja, wie gesagt, das Mächtigste an der Qualle ist, dass sie den Gegner ablenkt. Das ist echt das Mächtigste. Gar nicht mal, dass die irgendwie den vergiften kann oder so. Weil bei dem Riesen jetzt zum Beispiel war das so, den hat es null interessiert, ne? Ob man den jetzt vergiftet hat oder nicht. Und Blutung hat ihn auch nicht interessiert. Aber die Ablenkung, die Ablenkung, die er quasi dazu geführt hat, dass der Riese sich nur der Qualle zugewandt hat in erster Linie oder sehr häufig, hat nun dazu geführt, dass ich ihn unterdessen unbehelligt angreifen konnte. Ja, das ist natürlich ein unschlagbarer Vorteil. Söderle, jetzt geraten wir hier zurück. Und da war ein Wasserfall, da konnte ich nicht lang, das weiß ich. So. Hier geht's eindeutig weiter. Aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Das sieht nämlich so versperrt aus hier alles irgendwie, ne? Nichts Genaues weiß man nicht. Da ist der Händler. Also könnte sein, dass man da denn oder so. Weil da komme ich auf keinen Fall lang. Da ist der Wasserfall. So hoch kann ich nicht springen. Und das Pferd haben wir hier nicht. Also ja, muss ja hier irgendwie weitergehen. Und hier stirbt man, ne? Unterlauf der Insel. Ha,
es sieht halt so aus, es käme man da weiter. Aber das ist halt nur der Boss. Ja, der Fluss, der führt ja halt auch lang, ne? Ja. Aber unterhalb, aber ich komme ja hier oben raus. Ne, hier ist dann der Abgrund, genau, hier ist der Abgrund, da ist die Statue. Und hier geht's dann auch weiter, da geht's noch lang irgendwie. Jo, Leute, keine Ahnung. Muss ich mich mal hier umsehen, ja, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, weiterzukommen. Maybe, maybe. Maybe it could be. Und irgendwo können wir da. Müssen wir da nach oben kommen. Ah, fragt mich mal nicht wo. Und da, ja, wo der zweite. Moment, hier ist ja der Aufzug schon da. Ja, das hat man natürlich auch, wenn man mit mehreren Spielern spielt, ganz klar. Und das ist ja auch so, ne? Da hat man natürlich auch Unterstützung, je nach Skill der anderen Spieler, ne? Aber da ist dann auch der Boss deutlich schwerer. Und die Bosse hier sind so gestrickt, also zumindest die Hauptbosse, was ich bei Godric jetzt gesehen habe, dass sie ein bisschen geschickter sich anstellen wie in vergangenen Souls-Spielen, ne? Also da haben sie es wirklich nicht auf drei gekriegt, mehrere Spieler gleichzeitig zu attackieren. Und das klappt jetzt eigentlich ganz gut. Also die können auch sehr schnell umschalten, sag ich mal, die Gegner, ne? Die führen meinetwegen einen Schlag aus gegen einen bestimmten Gegner. Und dann eine Combo beginnen sie, bezogen auf einen anderen Spieler. Und führen sie dann zu Ende bei einem wiederum anderen Spieler, ne? Also das ist eigentlich ganz cool gemacht, so. So. Also wie gesagt, das haben sie verbessert. Oh. Ne, da komme ich ja dann da rüber. Genau, da möchte ich ja auch jetzt hin. Ah, vielleicht kommen wir da irgendwie weiter. Schwer zu sagen, Leute. Wie gesagt, da oben sind ja auch noch irgendwelche Items, ne? Aber kein Plan, wie ich da hinkomme. Hier sind ja auch keine Nachrichten oder so, ne? Ich kann jetzt mit dem Händler nochmal reden. Ah ne, das ist ja unten, ne? Vielleicht können wir hier irgendwas machen mit dem Gegenstand. Bestimmten Gegenstand? Ne. Wir haben ja keinen Gegenstand bekommen weiter. Wir haben nur diese Lilie bekommen. Oder hier ist doch ein Geheimzugang. Verstecken. Lügner voraus, ja. Es sind hier nur Lügner unterwegs. Gibt's doch nicht. Ja, na, obwohl die Bosse, sage ich mal, mehr Lebensenergie haben. Sind sie aber trotzdem leichter. Ne? Mit mehreren Spielern auf jeden Fall. Als wenn man das alleine bekämpfen müsste. Oder alleine kämpfen müsste. Also den Eindruck habe ich schon mal gewonnen. Ab dem ersten Souls-Titel übrigens. Weil Demon's Souls habe ich noch. Naja, das war der Durchgang. Hilfe, hier habe ich nicht gerastet an dem Feuer, doch. Nee, ich wollte auf die andere Seite. Ah, ich bin ja gut. Haha. Jetzt falsch gelaufen. Na toll. Na egal, wenn wir schon mal hier sind. Ach man. Hm. Und hier geht's auch hoch, ne? Das sieht aus wie eine Rampe, wie gesagt, aber. Nö. Da ist nichts. Ich muss da noch irgendwas übersehen haben. In dieser Stadt. Hm. Na, jetzt kann ich die Dings nicht rufen. Weil ich Aggro ziehe hier ohne Ende. Dank euch. Am liebsten würde ich euch ja alle kalt machen, aber ihr seid zu zahlreich. Das dauert ewig. Dann müsstet ihr wirklich ein One-Hit sein. Denn, ja, dann gerne. Vielleicht sagt er jetzt was Neues. Kann man jetzt die Rüstung vielleicht kaufen von dem? Nee. Nö, nö. Die zeigen einem hier noch nicht den Weg, die Feuer, ne? Die Quatsch, die Otto der Gnade. Ja, ja. Mach du nur deine komischen Attacken. Mhm. Da ist der Wasserfall. Achso, das andere war oberhalb des Wasserfalls.
Das war nur der zweite Weg, ja. Scheiße, Mann. Moment, hier? Nee. Boah. Das dauert zu lang, die Regeneration. Ah, demnächst wird wieder in... Ah, hier kann ich wieder Würmchen einsammeln, silberne. Ganz nützlich. Hier sieht es eben auch so aus, als käme man da durch, ne? Ah, der lebt noch? Na, aber hier ist kein Durchgang. Tja, Leute. Hier. Oh. Ne, da ist doch nichts. Da kommt man nicht hoch. Never ever, oder? Springend versuchen, ne? Hahaha. Klopfst du wohl selber nicht, oder? Nee. Was ja auch Quatsch ist, weil... Da kommt man ja sowieso hin. Das ist mich genau... Da beim zweiten Durchgang irgendwie. Da gucke ich jetzt nochmal, Leute. Das ist so verwirrend hier. Oder ich muss einen ganz anderen Weg einschlagen. Vielleicht habe ich noch einen ganz anderen Weg übersehen. Ah, Moment. Können wir hier noch lang? Ja, hier kommt man auch lang. Ja, jetzt schneller. Kommt oben hier lang? Nee. Vielleicht kann man da irgendwo reinspringen. Jetzt kriege ich wieder eine Strophe, weil sie mich weg Aggro habe. Hier durch. Nee. Verdammt. Nee, ein Stück weiter ist es noch. Ist hier ein Durchgang? Mann, wegen euch sieht die Karte mal nicht. Ah, hier ist nirgendwo ein Durchgang, das ist doch Quatsch. Na gut, dann mach ich die erstmal kalt hier, versuch's zumindest. Dann guck ich nochmal auf die Karte. Irgendwas muss doch hier sein. Immer mehr, das ist das Problem hier, ne? Oh, warum war denn kein Backstep hier? Juhu. Da kommen immer neue, glaube ich. Das hat hier keinen Sinn, gegen die zu kämpfen. Aua! Nicht sterben. Nicht hier. Überall, nur nicht hier. Ne, überall auch nicht. Da, wo ich sage. Nur da, wo ich sage. Wo ich es dir erlaube. Ja, die stehen immer wieder auf. Die sind schlimmer als die. Ach ja. Das war ja so. Nö, da geht's auf keinen Fall weiter. Tja, Leute, keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Vielleicht ist hier Ende im Gelände jetzt, ich weiß es nicht. Ach, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das hat keinen Sinn, gegen die zu kämpfen. Das ist ja Quatsch, wenn die immer wieder auferstehen. Hier könnte man jetzt auch nochmal hochgehen. Ja, wunderbar. Oh, hier liegt ja noch jemand. Okay. Den hätte ich noch übersehen gehabt. Weil da oben waren ja auch noch Gegenstände, ne? Ganz oben. Kommt man von da? Nee, von da komme ich nicht noch höher, oder? Oder habe ich da was übersehen? Na, das kann auch sein, Leute.
Jo, das sehen wir uns einfach mal beim nächsten Mal an. Also dann bye bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Schack. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like in Norden da. Bis dann und vielen Dank fürs Zusehen.